Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Smile 2. Siehst du es auch? Ja, in diesem Film geht es um Sky Riley, gespielt von Naomi Scott. Die kennt man zum Beispiel aus Filmen wie Aladdin oder Drei Engel für Charlie. Ja, und unsere Riley, die ist ja nicht ganz so geradlinig. Sie ist internationaler Popstar, aber hat ja auch viel Probleme mit Drogen und so weiter schon alles gehabt, was ja sie nicht immer so ganz in positiven Lichter strahlen ließ. Aber ja, jetzt kurz bevor ihre neue Welttournee losgeht, passieren ein paar sehr merkwürdige Dinge. Sie sieht Dinge, die eigentlich gar nicht passieren können. Sie sieht Personen, die überhaupt nicht da sind, und einige von ihnen haben auch wieder dieses komische Lächeln, mit dem sie gar nichts weiß anzufangen. Und es passieren sehr viele merkwürdige Dinge, bis sie eines Tages mal dahinter kommt, was eigentlich mit ihr passiert ist. Ja. So kurz zur Story. Also, wenn man Smile 1 kennt, ist ja Smile 2 jetzt, sagen wir jetzt mal, ja, ein etwas anderes Setting, anstatt jetzt so eine Krankenschwester, beziehungsweise ja, so Krankenpflegerin, haben wir jetzt halt einen internationalen Popstar. Die Story wird zwar schon so ein bisschen mehr vorangetrieben, man erfährt auch so ein bisschen mehr auch so die Hintergründe so ein bisschen mehr. Man sieht so ein paar Dinge jetzt auch aus einem etwas anderen Blickwinkel, beziehungsweise man kann da so ein paar Sachen ein bisschen mehr herauskristallisieren. Aber ich muss sagen, der Film geht mir mit 2 Stunden und 12 Minuten einfach zu lang. Der geht mir einfach zu lang, denn der Film fängt eigentlich für mich erst so ab den letzten Drittel erst an, so richtig spannend und interessant zu werden. Klar, du hast schon mal davor ein paar interessante Jumpscares, wo auch ich das ein oder andere Mal zusammengezuckt bin. Da muss man sagen, da haben die schon ganz gute Arbeit geleistet. Aber auf der anderen Seite, boah, die nehmen sich sehr viel Zeit, den Skyly Riley Charakter da aufzubauen, beziehungsweise in allen möglichen Facetten darzustellen und so. Wo man auch langsam dann irgendwann auch mal an einem Punkt ist, wo man sagt, ja, okay, ich weiß jetzt, dass sie ein internationaler Popstar ist. Ich weiß, dass sie Probleme mit Drogen hatte. Ich weiß dieses, ich weiß jenes. Das habe ich auch schon vor einer halben Stunde schon gecheckt. Warum haut ihr mir jetzt das nochmal aufs Butterbrot? Das ist schon etwas, was schon ein bisschen sehr anstrengend dann wird. Was man dem Film aber zugute halten kann, ist eigentlich der Ton. Also der Ton ist für mich eigentlich so mit das Highlight in diesem Film. Ich habe den Film in iSense gesehen, das heißt, da gibt es den Ton in Dolby Atmos. Und man hat da wirklich viel Atmosphäre bei dem Ton mit reingebracht. Also man hatte sehr viele Hall-Effekte gehabt. Man hatte auch sehr viel, auch mit den ganzen Räumlichkeiten hat man da auch gespielt beim Ton.
Also da hat der Tonmeister wirklich eine hervorragende Arbeit abgeliefert, wo man dann auch wirklich sagen kann, das hat den Film teilweise dann nochmal wirklich, nochmal ein bisschen nach oben gehoben. Ja, gerade für die Jumpscares natürlich ganz große Klasse, aber auch gerade so, wenn sie so wenn sie so in ihrer, ja, sage ich jetzt mal, eigenen Welt da ist, da hat man auch wirklich sehr viel mit Hall und sowas gespielt. Das ist einfach hervorragend gemacht. Das hat den Film wirklich für mich nochmal ganz gut nach vorne gebracht. Ja, aber wie gesagt, es ist für mich aber so ein bisschen, man hat die Grundstory zwar weitererzählt, aber man hat aber ist alles so relativ, ja, gleichgelassen im Gegensatz zu Teil 1, außer dass man jetzt halt so, ich sag jetzt mal, die Berufsgruppen umgetauscht hat. Da hätte man wirklich noch viel mehr rausholen können. Gerade Naomi Scott, die spielt das auch richtig gut. Also man nimmt ihr die Rolle hundertprozentig ab, aber ich denke mal, da hätte ein bisschen mehr Power im Drehbuch vielleicht mal ganz gut getan. Da war mir einfach viel zu viel Charaktervorstellung gewesen. Und dieses ganze andere, das war mir dann doch ein bisschen zu wenig. Es gibt wirklich so ein paar Szenen, die wirklich richtig gut waren. Aber das auf 2 Stunden 12 war mir das dann doch ein bisschen zu wenig da. Hätte man durchaus, 20 Minuten kürzen können. Hätte man manche Sachen vielleicht ein bisschen weniger gemacht. Aber dafür hätte man dann vielleicht ein bisschen mehr Tempo, Dynamik reingebracht, weil so beim Mess teilweise vom Erzähltempo auch einfach ein bisschen zu langsam. Ja, und damit ich beim nächsten Kinobesuch nicht ohne Snacks reingehen muss, gibt es jetzt erstmal ein bisschen Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles was ihr wollt. Also ran da und holt euch den Stuff. Bis demnächst. So, da sind wir wieder. Ja, Smile 2, siehst du es auch? Ja, ich habe es gesehen und ich muss sagen, ja, es ist kurz zusammengefasst, es gibt viel Gutes, was aber weniger mit dem Film zu tun hat, denn der Ton ist einfach richtig gut gemacht worden. Also Dolby Atmos haben die wirklich gut gekonnt, also der Ton Meister hat da wirklich einen sehr tollen Job gemacht. Ja, was man vom Drehbuch, da hätte man definitiv noch mehr rausholen können. Da war definitiv mehr drin gewesen. Denn auch mit Naomi Scott hat man wirklich eine hervorragende Schauspielerin gehabt, die aber auch nicht mehr machen konnte, als das Drehbuch hergegeben hat, was eigentlich schade ist, denn man hätte für den zweiten Teil tatsächlich noch mehr rausholen müssen, um den Film dann noch mal ein bisschen mehr Drive zu geben. Aber wie gesagt, man hat auch viel Gutes gemacht in dem Sinne, dass man halt so ein bisschen die Grundstory noch mal ein bisschen nach vorne gebracht hat und auch noch mal so kurz für die Leute, die den ersten Teil vielleicht nicht gesehen haben, noch mal kurz angerissen hat, im ersten Teil so passiert ist, aber es ist schon besser, sich den ersten Teil anzugucken, damit man auch mit dem zweiten Teil ein bisschen mehr mitfühlen kann, aber alles in allem fand ich das jetzt, wenn ich die Bewertung jetzt abgebe, muss ich sagen, würde ich eher zwischen 3 und 4 Totenköpfe tendieren, denn es ist ja nicht schlecht, aber es ist auch eher so im durchschnittlichen Bereich. Da war durchaus mehr drin gewesen. Ja, das war meine Filmbewertung zu
Smile 2 siehst du es auch. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.